Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommen wir mal wieder zurück zu, wir testen neues Make-up, beziehungsweise wir machen ein Full Face Only Using Trend It Up. Ich hatte vor einer ganzen Weile eine Videoreihe gestartet mit den günstigsten Produkten aus einer bestimmten Marke, aber heute, inspiriert vom Adventskalender, den ich zugeschickt bekommen habe, dachte ich mir, machen wir wirklich ein Full Face Trend It Up. Das hatte ich noch nicht und ich finde, dass Trend It Up irgendwie so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Und das möchte ich probieren, heute zu ändern. Ich habe einiges an Make-up gestern gekauft und möchte das Ganze mit euch ausprobieren. Wenn ihr darauf Lust habt, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr dran bleibt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt, Freunde, möchte ich anfangen. Ich sehe noch ein bisschen müde aus. Ich hoffe, wir können das gleich ändern mit ein bisschen Make-up. Ich muss mir erstmal die Hände eincremen, weil ich gerade meinen Beauty-Blender nass gemacht habe. Und dann sind meine Hände nass geworden und dann sind sie trocken geworden und dann ist es so unangenehm. Ihr könnt sehen, ich habe noch nichts im Gesicht und das wird sich auch kurzzeitig nicht ändern. Also, wir lassen einen Schritt aus und zwar Primer. Ich habe ihn einfach vergessen, beziehungsweise dachte ich, dass ich noch einen Primer habe. Aber ich habe ja neulich Primer aussortiert, meinen Trend It Up Primer weggeworfen und das ist mir erst zu Hause wieder eingefallen und es ist gerade 6.30 Uhr. Das heißt also, ich kann auch keinen neuen kaufen. Aber ich möchte anfangen mit Foundation. Und da gab es, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene Foundations zur Auswahl. Ich habe mich jetzt für die 2N1 Camu Make-up und Concealer Foundation entschieden. Die sieht einmal so aus, recht hochwertig, muss ich sagen. Also das ist ein Glascontainer, oben ist Plastik und dann ist hier einmal so Tesafilm drum. Es war nicht so intelligent, sich die Hände einzucremen vorher. Und ich habe die Farbe 008 ausgewählt. Ich meine, dass es 4 Farben gab. Und das ist die dunkelste. Wir kommen noch dazu. Aber die Foundation ist Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Und hier steht nichts mehr drauf, außer hochdeckend und Glow-Effekt. Das finde ich sehr, sehr schön bei so High-Coverage-Foundations im Moment, wenn sie einfach so einen leichten Glow mit drin haben. Ich würde vorschlagen, wir tragen sie einfach mal auf. Ich schüttel einmal ganz kurz, pumpe mir so ein bisschen was raus. Das Ganze kommt in einen Pumpspender und ich pumpe mir jetzt hier noch so ein bisschen Foundation raus. Es kommt langsam. Sie sieht recht dickflüssig aus und ich würde als erstes mal mit meinem Morphe M439 hier reingehen. Sie sieht sehr dick aus und ihr könnt mir wieder in die Kommentare schreiben, wie es Color Match aussieht. Sie riecht nach einer Foundation. Ich muss euch runterstellen, Freunde, von der Helligkeit. Ihr seht ja gar nichts. So, könnt ihr es, glaube ich, besser sehen. Also ich bin im Moment auch ein bisschen blasser. Das heißt, also die Foundation darf ruhig ein bisschen heller sein. Erster Eindruck von der Foundation, der Geruch geht gar nicht. Das riecht, ich weiß nicht, ob ihr mir schon so lange folgt, die Woolworth Foundation. Ich hatte mal so ein Full Face Only Using Woolworth Make-up gemacht. Da gab es auch eine Foundation, so Sabrina Rudnick Style. Die roch genauso. Also kann man sagen, riecht, ist okay, weil keine künstlichen Duftstoffe drin sind, sondern einfach nur die Rohstoffe zusammen so riechen. Oder man sagt, okay, lieber ein bisschen Parfüm und das Ganze riecht nicht nach Wandfarbe. Es riecht wirklich wie so Lack, wie so Möbellack. Von der Deckkraft könnt ihr sehen, sie ist schon deckend. Ist jetzt nicht so full coverage. Ich würde auf die andere Seite mal mit meinem Beauty Blender reingehen. Einfach um zu schauen, wie sich die Foundation dann verhält. Weil sie doch etwas dicker ist und ich trage dicke Foundations lieber mit einem Schwamm auf. Gott, ich sehe aus wie ein Gespenst. Ist nicht Hello? Halloween war schon, ne? Es ist ein bisschen mühsam, die Foundation einzuarbeiten, weil sie halt sehr, sehr pastig ist, finde ich. Das ist jetzt nicht so, man geht rüber und hat ein ebenmäßiges Finish, sondern man braucht wirklich etwas mehr Zeit mit der Foundation. Und sie verbindet sich nicht so schön mit der Haut. Also, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich hole euch gleich wieder ein Stückchen näher ran. Richtig glowy ist sie nicht. Sie ist jetzt aber auch nicht totmatt. Das Problem, was ich hier feststelle, ist, dass durch diese dicke Textur das auf der Haut nicht ganz so weich und so wie gefotoshoppt aussieht, sondern man erkennt, finde ich, halt doch schon, dass man eine Foundation drauf hat. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Wir machen weiter mit einem Concealer und da war ich ein bisschen schock. Es gab, glaube ich, nämlich nur einen Concealer, der wirklich als Concealer für mich ansatzweise in Frage kommen würde. Das ist der Camo Concealer. Der sieht einmal so aus und ich habe schon die dunkelste Farbe. Es gab, Achtung, hinsetzen, nicht umfallen, 2 Farben in der Drogerie. Ich weiß nicht, wie es online aussieht, ich weiß nicht, wie es in anderen Theken aussieht, aber die Theke, die ich da hatte, war schon halbwegs groß, fand ich. So, ich habe den Concealer einmal aufbekommen und ich habe jetzt hier die Farbe 010. Es gab keine dunklere Farbe bei mir. Dadurch, dass die Foundation ja jetzt auch ein bisschen heller ist, bin ich gespannt. Das Füßchen ist ein sehr, sehr kleines Füßchen.
Ist aber dadurch einfach auch etwas präziser als so ein Tarte Shape Tape Füßchen. Und man verwendet nicht aus Versehen zu viel Produkt. Was mir ja niemals passieren wird. Ich baue mir den Concealer jetzt erstmal hier auf und fange an, den einzuarbeiten, damit ihr auch nochmal so einen Unterschied an den Seiten sehen könnt. Okay, also er ist sehr hell, aber ich glaube, okay, also Deckkraft des Concealers hätte ich nicht gedacht, dass er so viel Deckkraft hat. Wir machen uns nochmal die andere Seite hier. Erster Eindruck, okay, mal schauen, ob er gleich so ein bisschen in die Fältchen creased. Und dann blenden wir den hier auch nochmal ein. Ich habe euch jetzt nochmal ein Stückchen näher rangeholt, einfach, dass ihr ein bisschen besser erkennen könnt, wie das Ganze in meinem Gesicht aussieht. Also ich muss sagen, dass es irgendwie so ein bisschen pudrig aussieht. Ich möchte das Ganze aber setten und dazu habe ich diesen Skin Supreme Compact Powder. Den habe ich in der Farbe 50. Ich vermute, dass der jetzt im Vergleich zu der Foundation und dem Concealer sehr, 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 sehr dunkel sein wird. Der Puder kommt in so einem klassischen Trinidad Pressing mit einer kleinen Puderquaste. We don't need her. Ich gehe jetzt hier nochmal wirklich unter meinen Augen lang, einfach damit es nicht creased. Und dann nehme ich den Schwamm, gehe hier rein und sette das Ganze so ein bisschen. Und so viel zum Thema, es creased nicht. Also jetzt, wo ich das Ganze abgepudert habe, habe ich das Gefühl, dass der Concealer weg ist. Hier auf meiner Wange sieht es eigentlich ganz nett aus mit dem Puder. Ich glaube auch, dass das Puder recht schön sein könnte. Aber ich glaube, dass die Foundation vielleicht nicht so Bombe ist. Ich gehe jetzt nochmal so mit dem Pinsel hier rüber und sette mein ganzes Gesicht. Aber viel muss ich nicht setten, habe ich das Gefühl, weil es fühlt sich alles recht trocken im Gesicht an. Gut, okay, das war nichts, fand ich jetzt. Also die Base ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Highlight. Wir haben aber noch einen Bronzer und das ist der Natural Glow Bronzer. Den hatte ich euch schon mal gezeigt. Ich glaube, der war mal in einem anderen Video. Und ich würde jetzt hier einfach mal mit meinem Schwamm reingehen. Das Pressing ist hier auch dasselbe. Den habe ich sogar schon ein paar Mal benutzt. Den hatte ich nämlich schon. Und er gibt nicht, also er sieht sehr, sehr dunkel aus im Pfännchen, aber er gibt nicht so viel Farbe ab. Was ich ganz schön finde, weil man das dann so ein bisschen besser kontrollieren kann, finde ich. Und dann kann es schön aufbauen. Ihr könnt sehen, also so ein bisschen Wärme kriegt man auf jeden Fall ins Gesicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Bronzer liegt oder an der Base, dass es nicht so weich gezeichnet wird. Ich probiere halt immer zu sagen, okay, die Produkte sind recht günstig. Und vielleicht, wenn ich ein teures Produkt, vielleicht eine gute Foundation oder einen guten Concealer oder ein gutes Puder mit reinbringe, dann wird das Ganze immer besser. Das dürfen wir hier auf jeden Fall nicht vergessen. Ich habe jetzt wirklich alle Produkte nur von dieser einen Marke. Und wenn ein Produkt in der Base schon für meine Haut nicht funktioniert, heißt das nicht, dass die Marke schlecht ist, sondern dass es bei mir einfach nicht funktioniert. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, welches Produkt ihr von Trended Up habt, was super, super gut funktioniert bei euch. Und jetzt mit ein bisschen Farbe im Gesicht sieht das Ganze, ja, ganz nett aus. Also ein bisschen besser. Worauf ich mich richtig freue, ist dieser Blush. Und das ist die Farbe 065. Das ist so ein schönes, dunkles Pfingstrosenrosa. Und die Farbe fand ich wirklich schön. Also die Blushes und so von Trended Up sind wirklich mega interessant. Ich glaube, jetzt könnt ihr die Farbe richtig gut erkennen. Und ich gehe einfach mit meinem Pinsel hier einmal rein und schaue mal, wie viel Farbe abkommt. Also der Pinsel nimmt auf jeden Fall Farbe auf. Ich klopfe ein bisschen ab und tupfe mir das hier erstmal hin. Und das ist eine sehr schöne Farbe. Ist nicht so dunkel, wie ich befürchtet hatte. Wow, okay. Ich übertreibe es jetzt extra natürlich immer für euch, dass ihr auch wirklich solche Nuancen sehen könnt. Weil ich finde in der Kamera und dann, also ihr müsst euch vorstellen, ich habe ein Licht, was das Ganze so ein bisschen probiert zu verändern. Dann bearbeite ich die Farben nachträglich im Video und dann kommt das auch aber auf eurem Display, auf eurem Handy, auf eurem Computer, auf eurem Fernsehen nochmal anders raus. Und ich probiere wirklich mein Bestes, so neutral es geht, das Licht zu haben. Aber ich glaube so, was ihr jetzt seht, so sieht die Farbe auch wirklich aus und die ist richtig, richtig schön. Er ist schön pigmentiert, aber nicht zu doll und man kann gut damit arbeiten. Also das Favorite bis jetzt, wirklich ein Favorite-Produkt, die Farbe 065 von Trended Up. Ich würde vorschlagen, wir machen einmal die Augenbrauen und da habe ich in dem DM Trended Up Adventskalender den Water Drop Brow Liner in Waterproof drin gehabt. Den habe ich jetzt hier in der Farbe 020. Hier hinten ist ein Spoolie dran. Damit gehe ich einfach mal so durch. Und sie sieht recht kühl aus. Die Spitze ist so eine Regentropfenspitze. Das heißt, also wir haben einmal eine dünne Kante für hier unten. Und oh, she's hier. Okay,
Damit habe ich nicht gerechnet, dass es so pigmentiert ist und so weich. Wenn euch Augenbrauenstifte zu weich sind, aber ihr sie nicht wegmachen wollt, legt sie einfach, bevor ihr sie benutzt, kurz in den Kühlschrank oder in die Gefriertruhe. Sehr, sehr cremig. Das ist fast wie eine Pomade in Stiftform. Okay, die Farbe ist mir persönlich ein bisschen dunkel, aber die habe ich mir auch nicht selber ausgesucht, sondern die war im Adventskalender. Und wir sind Team Günstnos, wir geben nicht unnötig Geld aus, nur damit die Farbe passt. You know the drill. Ich finde es sehr stark, also die Augenbrauen sind sehr stark. Normalerweise gehe ich ja wirklich mittlerweile etwas leichter rein mit einer helleren Farbe, die sogar fast noch heller ist als meine eigene Haarfarbe. Und da ich mir dann diese einzelnen Härchen immer reinmale, gleicht sich das dann so ein bisschen aus. Man kann das hier aber wirklich gut ausblenden und dann ist es okay. Ich glaube, dass das aber ein gutes Produkt ist für Leute, die wirklich diese Instabrow haben möchten und das dann am Ende auch ausschneiden, dass es dann ordentlich aussieht. Dafür, glaube ich, eine gute Sache. Ich habe hier noch ein paar andere Produkte, aber ich glaube, wir schminken erstmal unsere Augen. Und da habe ich diese Mini-Palette. Das ist eine Limited Edition von Trendadap. Das ist die Catch the Light Eyeshadow-Palette. Es gab zwei verschiedene. Einmal diese rote hier und dann gab es noch einmal eine neutralere etwas. Und ich glaube, ich mache jetzt hier gar kein riesengroßes Tutorial draus, Freunde. Sondern ich gehe hier in die dunkelste Farbe. Okay. Ist auf jeden Fall... Was da? Ich glaube, die war recht teuer. Ich glaube, die hat 5, 6 Euro gekostet für die paar Farben. Okay, sie ist auf jeden Fall pigmentiert. Meine Base ist jetzt aber auch nicht ganz so gesettet, sondern sie ist noch so semi-feucht. Aber es kommt auf jeden Fall Farbe runter und man kann sie recht gut platzieren, finde ich. Dann gehe ich mit einem kleinen Blendepinsel erstmal hier rüber und blende so ein bisschen die Kante aus, dass es nicht ganz so hart ist und die sich nicht festsetzt. Aber ich glaube, das hat sie schon, Freunde. Ich mache aber auch immer wieder denselben Fehler, dass ich bei Paletten, die ich nicht kenne, erstmal mit Schwarz auf die ungesettete Base gehe und dann sage, ich muss es verblenden. Aber es funktioniert schon so ein bisschen. Ich gehe jetzt gleich hier in das etwas hellere Rot hier mit rein. Es hat ein bisschen Kickback. Und damit blende ich so ein bisschen die Kante aus. Ui, okay, das geht. So in ganz feinen kreisenden Bewegungen funktioniert das. Kann nicht so ganz erkennen, welche Farben matt und welche schimmernd sind. Also ich glaube, dass die drei hier in der Mitte so ganz leichten Schimmer drin haben und die anderen sind eher so matt, aber so richtig metallic ist es, glaube ich, nicht. Finde ich aber auch nicht schlimm. Das ist halt wirklich so eine Palette für, ich habe heute Morgen keine Zeit gehabt, ich packe sie mit ein, ich gehe damit in die Schule, in die Uni und schminke mir danach irgendwie was im Auto, dass ich schnell auf die Straße gehen kann. Also ich bin überrascht, dass ich es doch jetzt so gut ausgeblendet kriege. Und recht einfach. Natürlich lasse ich mir jetzt Zeit, aber nicht schlecht. Ich mache den Pinsel ganz leicht sauber und gehe hier in das Hellste rein und blende damit so ein bisschen hier die Kante aus und habe natürlich noch ein bisschen was am Pinsel. Und dadurch habe ich nochmal so eine zusätzliche Farbe in der Palette created, die mir ein bisschen Spielraum hier gibt. Wow, okay. Das Ganze ging wirklich sehr, sehr gut. Ich nehme jetzt meinen Finger und gehe hier in dieses Orange rein oder dieses Metallic Gold. Sieht einmal so aus auf dem Finger, sieht ganz gut aus. Und das presse ich mir hier einfach auf mein bewegliches Lid. Und sie ist pigmented und passt irgendwie nicht dazu, deswegen gehe ich nochmal hier ein bisschen mit dem Rot rüber. Sind recht hell, die Farben, ne? Gehe gleich hier unten nochmal so ein bisschen mit dem zweitdunkelsten Ton rein, einfach um hier unten das so ein bisschen auszublenden. Dadurch, dass die Base so hell ist, sehe ich jetzt ein bisschen aus wie ein Vampir, finde ich. Aber das finde ich nicht schlecht. Ich habe noch zwei Produkte für die Augen. Einmal habe ich hier die Lash Foundation and Base. Ich glaube, das ist einfach so ein Wimpernprimer. Und dann habe ich eine Mascara im Adventskalender gehabt. Ich glaube, das auch. Das ist die Number One Mascara. Hatte ich, glaube ich, schon mal, aber ist schon 2 Jahre her. Geht als erstes mit dieser Base hier einmal durch. Ja, sie macht auf jeden Fall so ein bisschen weiß und sie gibt Produkt ab. Aber auch nicht so, dass man denkt, so, oh Gott, oh wei, das kriege ich nie mit der Mascara überdeckt. Hier soll pflegende Monoi-Butter sein. Auftragen, kurz antrocknen lassen und danach wie gewohnt die Wimpern tuschen. Da sollen so, okay, da sind so Mikrohärchen drin. Okay, krass. Aber eigentlich liebe ich diesen Look mit diesen weißen Lashes, diese fahle Haut und diese roten Augen. Ich merke schon, ich entdecke hier im Moment Seiten an mir, die ich so noch nicht kannte. Ich gehe jetzt einfach mit der Lash-Mascara rauf. Das Bürstchen sieht einmal so aus, ein recht Standard-Bürstchen. Und damit probiere ich so ein bisschen das Ganze zu überdecken. Man muss das Ganze etwas antrocknen lassen und ich habe jetzt meine Wimpern auch nicht gebogen.
Aber sie gibt nicht so viel Farbe ab. Also das ist wirklich eher so eine klassische Basic-Mascara, die die Wimpern jetzt nicht dicker macht, nicht voluminöser macht, nicht nach oben biegt, sondern sie macht einfach nur ein bisschen schwarz. Also das ist jetzt hier nicht so, wo ich sage, wow, das ist das Produkt. Ich glaube aber auch, dass es deswegen halt im Adventskalender lag. No shade, das ist nicht schlimm. Ich habe noch was anderes und das ist ein Intense Color Eyeliner. Ich glaube, dass der dazu nicht passt. Ich überlege, ob ich mir damit... Und er macht es einfach. So eine Cut Crease hier, aber ist zu dunkel gewesen. Ja, okay, das war nichts. Die Farbe ist zu dunkel. Das ist wirklich, glaube ich, eher ein Eyeliner. Aber dann habt ihr es mal gesehen. Habe ich gerade vor laufender Kamera einen Eyeliner gezogen? Freunde, der Fluor ist besiegt. Wie lange mache ich jetzt YouTube? Wie lange? Seit 2 Jahren. Und ich habe noch nie einen Eyeliner gezogen vor der Kamera. Jedes Mal, wenn ihr Fotos auf Instagram seht, wo ich Eyeliner trage, es ist Facetune. Also das hat so ein bisschen kaputt gemacht hier jetzt, der Eyeliner oder so auf der Cut Crease. Ich gehe jetzt nochmal hier mit dem Soldergeiz, mit dem Orange rüber, einfach um das wieder ein bisschen aufzuhellen. Ja, okay. Lassen wir das. Okay, also der Eyeliner kann ich jetzt nicht so bewerten. Das war das erste Mal, dass ich den Eyeliner gezogen habe. Sie sind auch nicht ganz so gleichmäßig. Mascara und so war jetzt nicht meins. Aber ich habe ein ganz spannendes Produkt hier gehabt. Und das ist die Powder-to-Cream-Formulierung Lip Mousse. Das Ganze ist eine innovative Powder-to-Cream-Textur, sorgt für ein langanhaltendes Ergebnis mit maximalem Tragekomfort. Das ist wirklich ein Puder. Und Achtung. Okay. Well. Okay, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Es ist ein bisschen patchy, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Das fühlt sich nass auf den Lippen an, aber es ist trocken. Es ist einfach nur trocken. Also, nicht schlimm trocken, aber es... Hier. Da ist nix. Und ich sehe aus wie ein Gespenst. Okay, Freunde, das ist einmal der fertige Look. Full Face Trended Up. Also, das Auge gefällt mir nicht. Das Auge gefällt mir sehr gut. Die Lidschattenpalette ist wirklich nicht schlecht. Vor allen Dingen für unterwegs. Die ganze Base und die Lippen, also ihr könnt sehen, hier ist es nicht so ganz präzise. Es ist sehr, sehr schwierig, das Produkt aufzutragen. Aber falls ihr 5 Minuten Zeit habt, geht in DM und probiert es einfach aus. Swatch es auf der Hand, weil ich weiß nicht, wie das physikalisch möglich ist. Ich habe keine Ahnung. Und ehrlich gesagt fühle ich mich auch gerade so ein bisschen wie so eine durchgerockte... Ich sag's lieber nicht, sonst die Video demonetarisiert. Der Blush, Freunde, ist, glaube ich, mein absolutes Favorite. Und die Lidschattenpalette ist auch nicht schlecht. Was mir nicht gefällt, ist so... Der Rest, ich glaube, dass man mit dieser Lash Base gute Ergebnisse erzielen kann, wenn man dann aber auch eine vernünftige Mascara zu hat. Weil warum soll ich mir künstliche Härchen auf meine Wimpern packen, wenn man sie am Ende nicht sieht? Dieses Lippending, ihr seht, es ist patchy, es ist nicht so ebenmäßig. Aber als Spaß für mal zum Probieren ist es okay. Ich bin gespannt, was ihr zum Thema Trended Up sagt. Schreibt mir gerne eine ausführliche Trended Up Review in die Kommentare. Ich lese alles. Und ich würde mich jetzt von euch verabschieden, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf.